Abt Johannes traf mit dem Thema seiner Rede bei der Oberen Konferenz ins Schwarze unter dem Titel »Immer wieder höre, geistlich leiten in bewegten Zeiten« betonte er die große Bedeutung eines echten Dialogs, einer wirklichen Begegnung. Dies gelte im Grunde für alle Menschen, aber eben auch innerhalb einer Ordensgemeinschaft. Ich glaube, dass der Dialog grundlegend und wesentlich ist, also dass wir lernen, aufeinander zu hören, miteinander zu sprechen. Und von daher ist es ganz wichtig in der Ordensgemeinschaft, sich immer wieder auszutauschen miteinander, dass ich ein Gespür kriege für den anderen, der mit mir auf dem gleichen Weg oder auf einem ähnlichen Weg unterwegs ist. Und umso wichtiger ist aber auch, dass ich auf mich selbst höre. Also sprich, dass ich immer wieder mich vergewissere, wo stehe ich und wie gehe ich in das Gespräch. Also von daher ist auch das Schweigen oder auch die Vorbereitung für den Dialog wesentlich. Vorbereitet wird das Treffen der Ordensoberen zweimal im Jahr von Pfarrer Ulrich Lindl und seinem Team. Und auch Pfarrer Lindl hat für das Jahresprogramm 2018 ein Motto gewählt, das in die gleiche Richtung zielt. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ein Zitat von Martin Buber. Dieses Wort von Martin Buber ist mir deswegen so wichtig, weil ich es immer wieder bestätigt finde. Wir haben 1800 Ordensleute in der Diözese Augsburg und zweimal im Jahr lädt das Ordensreferat ein zu einer oberen Konferenz. Und diese Einladung wird angenommen. Es geht natürlich um Information, um Austausch, auch um einen geistlichen Impuls. Aber was wirklich spürbar wird, ist die Kraft der Begegnung, weil sich Ordensleute in den verschiedenen Gemeinschaften natürlich vor Ort einsetzen in ihren Anliegen. Aber wenn wir dann zusammenkommen und diese Anliegen der Leitung, wie sie auf dieser oberen Konferenz angesprochen wird, gemeinsam besprechen und das nicht nur theoretisch, sondern es mit einer ganz lebendigen Begegnung verbinden, dann merken Sie, dass Begegnung etwas ganz Besonderes ist. Die Begegnungen beim Treffen der Ordensleiter wurden in Gesprächsgruppen noch intensiver. Es ging darum, auszuloten, wo es Schwierigkeiten gibt und wie sie besser gelöst werden können. Und auch hier verwies Abt Johannes auf eine Benediktinerregel, den Dreischritt des Hörens. Der erste Schritt wäre die Selbstreflexion, das Hören im Schweigen, also die Standortbestimmung, wo stehe ich vielleicht auch in Beziehung zu dem, mit dem ich sprechen will, welche Ziele will ich in diesem Gespräch erreichen, dass es ganz wesentlich ist, aber auch Hören im Schweigen heißt auch, was hat Gott mit mir vor, was ist jetzt momentan die Anfrage. Dann der zweite Schritt ist das Hören im Dialog, wie Benedikt sagt, tu alles mit Rat, dann brauchst du nach der Tat nichts zu bereuen. Und der dritte Schritt ist dann die Tat als Antwort des Hörens, also die Konsequenzen. Was heißt das jetzt konkret für uns? Also dann die Umsetzung. Dieses Gesprächscoaching kam an und bereicherte einen sowieso schon an Begegnungen reichen Tag. Die Ordensoberenkonferenz ist eine wichtige Möglichkeit der Begegnung, die hier keiner missen möchte. Der Tag ist mir wichtig, einfach um anderen Mitschwestern, die in der oberen Leitung sind, zu begegnen, sich auszutauschen. Aber dieses Thema, dieses Hören ist mir ganz persönlich wichtig, ins Schweigen zu kommen, auf die innere Stimme zu hören, auf Gottes Stimme zu hören und nochmal einfach diese Fundierung aus der Regel vom Heiligen Benedikt zu hören, die ja sehr biblisch rückgekoppelt ist, hat mich wieder neu bestärkt. Aber auch die Schwierigkeiten auch zu sehen, dass die Mitschwestern der älteren Generation das Reden nicht so den Dialog gelernt haben, wie wir Jüngeren heutzutage aufwachsen. Ganz wichtig ist für mich einmal die Begegnung mit den Mitschwestern aus den verschiedenen Gemeinschaften, weil der Austausch immer sehr wertvoll ist und weil wir uns zum Teil schon ganz lang kennen. Und das so ein Anlass ist, zweimal im Jahr sich zu begegnen. Und dann natürlich auch die Referenten und heute hat mir ganz besonders auch der Abt Johannes Eckert angesprochen, weil er selber Ordensmann ist und sozusagen nicht über irgendwas redet, sondern wirklich vom Ordensleben redet und auch das Thema mit dem Hören und mit dem Dialog. Ich denke, das ist was Lebensnotwendiges für die Gemeinschaften, im Grunde für jeden Menschen, weil wir ja vom Dialog leben. Ich will versuchen, in unserer Gemeinschaft das geistliche Leben tiefer zu vertiefen, als wie wir es mir bis jetzt schon gehabt haben. Ich habe verschiedene Punkte von anderen Gemeinschaften, wie die es machen, und das versuche ich so umzusetzen. Das Gehörte und Bedachte in die Tat umsetzen, das ist wahrhaft benediktinisch.